So, da sind wir wieder. Die Kirche wird gerade gebaut. Sie sind fleißig. Sie sind am Merkel. Am Merkeln ist auch schön. Sie sind am Werkeln und am Machen und am Tun. Oh Gott. Ich glaube, das mit dem Dach, das sieht richtig scheiße aus, was ich da gebaut habe. Ja, das passt hinten und vorne nicht. Das hätte ich vielleicht abbrechen müssen, aber jetzt sind sie ja schon fast fertig. Ja, ist leider so. Vielleicht hätte ich das anders bauen müssen. Aber gut, es ist wie es ist. Es geht jetzt noch nicht am Anfang direkt um die Perfektion, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir unsere Dächer da wirklich sehr gut gestalten können, um sie dann auch schlussendlich ganz anders aufzubauen. Das finde ich aber sehr cool. So, das sind die Sträucher. So, Holz ist jetzt erstmal egal, oder was? Ja, sieht so aus. Momentan ist Nahrung wichtig anscheinend. Naja, das Problem ist, die ist natürlich, naja. Wir machen mal eine 2 draus. Genau, das heißt, sie baut erstmal eher. Das ist erstmal wichtiger. Klar, kochen und so. Was ist mit Clement und warum spielen die nicht miteinander? Naja, gut, jeder kann. Okay, ist egal. Ich will es nicht weiter hinterfragen. Moment, können wir das vielleicht. Wir brauchen gar nicht mehr so viel, Leute. Lass doch mal ein paar Sträucher, können wir ja stehen lassen. Viel wichtiger wäre, dass erstmal vielleicht das Gebäude hier steht, damit wir hier was machen können. Zumal auch wichtig wäre, Kapelle der Kirche, der Restitution. Das ist das erstmal das Erste, was wir bauen. Wir brauchen einen hölzernen Schrein. Und 2 Wanddekorationen. Ich glaube, das ist zu groß, wie ich baue. Ich meine das wahrscheinlich zu gut für das Spiel. Von da aus befürchte ich, dass wir da so ein bisschen zu groß, dass wir da ein bisschen übertreiben. So. Aber egal. Wir bauen erstmal hier unseren Schrein. Ups. Schade, dass der 2 breit ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich das anders angelegt, das Gebäude. Egal. Da bauen wir jetzt den Schrein hin. Dann brauchen wir auf jeden... Ups. Nein. Weg. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Fackeln da drin. Das ist ja viel zu duster. Also es ist generell sehr duster in diesen Raum. Das müssen wir mal ändern. So. Und wir haben gesagt, wir brauchen dann Hirschkopf, Schildwand. Okay, 2 Stück davon noch. Einen hier, einen da. Dann haben wir das. Dann hätten wir da unseren ersten Bereich. Wir haben fast 900 Zweige. Das ist schon Wahnsinn. Rustikal und wasserdicht. Okay, wir können es nicht bauen, solange das Dach an sich da drauf ist. Also das heißt, wir müssen es dann immer verändern. Warum wird da nicht weitergebaut? Das... Achso, es wird erstmal geschlafen. Okay. Lass das mal liegen, bitte. Ja, wir brauchen Holz, liebe Leute.
Wir bräuchten erstmal Holz. Haben wir erreicht. Das ist in Ordnung. Okay, das Dach wird gebaut. Sehr cool. Aber das, natürlich können sie auch nur so weit bauen, wie die Dinger da fertig sind. Deswegen wundert es mich, dass da noch. Wir brauchen Holz. Muss ich das etwa auch? Pflanzen, Bergbau, Ernten, Anpflanzen, Bau, Jagen, Gesundheit, Behandeln. Für alle erhöhen. Was heißt behandeln? Hausmeister. Schmieden, anfertigen, kochen, pflanzen, schneiden, ernten. Okay, aber jetzt sind sie am Werkeln. Das finde ich gut. Das ist schon mal sehr gut. So, unser Kohl ist in 2 Tagen fertig. In 5 Tagen haben wir dann auf jeden Fall mehr Kräuter. Das ist schon mal sehr gut, weil die brauchen wir. Die brauchen wir definitiv. So, was haben wir denn eigentlich hier? Eine Keule. Ein Stab, sogar übelst. Hohe Rüstung und Schildschaden. Hoher Gebäudeschaden. Gebäudeschaden. Okay, wohlgewobene. Ist aber schwach, hat auch nicht mehr allzu viele Punkte. Genau wie die wilde Holzmaske. Ah, hier hätten wir einstellen können. Ob hier Freunde liegen oder Feinde. Naja, ich würde mal so sagen, ne? Also das ist hier so ein Trauergrab. Hier werden unsere Feinde begraben. Sehr cool. Jetzt sind sie alle am Werkeln hier. Man möge mir auf jeden Fall den Dachbau entschuldigen. Das war alles andere als gut. Okay. Alter, 80 Holz brauchen wir für so ein. Puh. Was mir so ein bisschen fehlt, ist noch so die Tatsache, dass wir aus Zweigen Bretter machen können oder aus Zweigen Holz. Jetzt haben wir ja gar kein Holz mehr. Nee. Leder hat man sogar auch, Leinenstoff sogar auch ein paar. Vielleicht bauen wir hier eine große Halle hin oder sowas. Wahnsinn, jetzt fehlt nicht mehr viel. Es fehlt echt nicht mehr viel. Man merkt, meine Verteidigung ist so gut wie gar nicht vorhanden, ne? Also wenn wir jetzt angegriffen werden würden. Puh. Das wäre schon ein bisschen schwierig, muss man sagen. Ja, sieht schon schöner aus, ne? Sieht schon cooler aus. Aber eigentlich müsste das da voll durchregnen, ne? Normalerweise. Aber gut. Sie sind ja am Bauen. Sie sind ja am Machen und am Tun. Vor allem auch interessant, denn wenn hier Jahreszeiten und so entstehen, ne? Winter und so. Puh, stelle ich mir schwierig vor. Da die Leute hier zu bewirtschaften etc. Das ist schon eine Hausnummer. Okay.
Nicht genügend Ressourcen. Wie viel Essen haben wir denn überhaupt? Ich sehe nämlich so gut wie gar kein Essen mehr, um ehrlich zu sein. Das macht mir ein bisschen Sorge gerade. Vor allem, weil hier auch noch so viel Zeug-Stuff rumliegt. Aber die haben momentan so viel zu tun mit Holz sammeln und hast du nicht gesehen, dass die gar nichts anderes gerade tun. Das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Was macht Diana? Ah, baut die Wände hoch. Sehr schön. So, warte mal. Wir haben ja auch Tiere hier zum Jagen, ne? Wo waren die? Hier. Komm, jag mal. Haben wir wieder ein bisschen Fleisch. Wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen. Wir dürfen ja hier nicht jagen bis zum geht nicht mehr. Wir müssen das wirklich so ein bisschen anpassen. Wenn wir merken, wir haben nichts mehr zu essen, dann sollten wir auch erst jagen gehen. Grillfleisch. Mahlzeiten. Wir haben eine Mahlzeit gerade mal. Das ist nicht viel. Da hat er sich schon den Bogen genommen, habt ihr gesehen? Und jetzt geht's los. Okay. Es fehlt noch das Dach wahrscheinlich. Um als vollwertiges Haus hier zu gelten, oder doch? Hölzerne Restitution. Wandrevolution der Kirche. Ich glaube, dass. Ja, uns fehlt hier noch irgendwas. Ach, er ist ja noch gar nicht zu. Ja, deswegen. Dann kann das natürlich nicht funktionieren. Aber es wird schon gebetet hier. Das finde ich cool. Das machen sie trotzdem. Es gibt ja dann nur diesen Boni, den man dann hat. Okay, eine Wand fehlt noch. Und dann ist das vollständig. Und das Dach noch. Dann haben wir es. So, warte mal, ich sehe hier gerade der Baum, die beiden. Warum hatten der die jetzt alle ausgewählt hier? Raus, 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 auch raus. Also die zwei, ja, das verstehe ich ja noch. Die habe ich auch angeklickt, genau, dass wir da noch Holz haben, falls Bedarf besteht. Das machen sie auch. Ist natürlich ein ziemlich weiter Weg, aber gut, was soll's. Okay, wir haben Nahrung. Nahrung wird bewirtschaftet. Es wurde auch schon gejagt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das Dach ist auch schon fertig. Nice. Ja, fehlt nur noch ein Bereich. So, wir bräuchten immer noch Fackeln, wie ich sehe, weil irgendwie ist das hier in vielen Zimmern noch viel zu duster. Da, 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 da. Eine Fackel. Hier auch noch eine Fackel hin. Okay. Ich denke mal, das sollte genügen. Außen ist noch ein Dach, aber warte mal jetzt mal. Warum wird das als Bibliothek angezeigt hier? Ich bin verwirrt ein bisschen.
Also, wir halten noch mal fest. Das ist doch ein geschlossener Raum hier, oder nicht? Haben wir das Dach etwa verkackt? Aber es kann ja eigentlich nicht sein, oder? Was passiert denn, wenn ich hier eine Wand ziehe? Ist das dann... Nee, es kann ja aber auch nicht sein. Na, ganz im Ernst. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen hinterfragt, warum das so ist, wie es ist gerade. Ist natürlich jetzt ziemlich viel Arbeit, wenn ich das jetzt alles wieder abreißen wollen würde, ne? Da ist noch nicht zu. Sehe ich das richtig? Ja. Scheiße. Ja, wir haben doch noch eine ganze Menge zu tun. Ah, verdammt. Mit dem Dach habe ich ja ordentlich verkackt, sehe ich gerade. Das müssen wir anders bauen. Aber ich wüsste nicht wie. Also, ich kann das auch nicht doppelt anklicken. Anscheinend gibt es da eine kleine Probleme. Nee, 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 nicht den Schrein abbrechen. Bist du des Wahnsinns? Scheiße. Also, man merkt, wir müssen hier einmal das komplette Dach so weiterziehen, bis wir das hier haben. Und wenn wir das haben... Oh, das ist ärgerlich. Aber gut, wir können diese Holzdinger können wir ja noch gebrauchen. Also ist ja nicht so, dass es jetzt gänzlich wegfällt. Dann ist diese Schiene hier eigentlich komplett fehl am Platz. Vor allem. Oh. Warte mal, kann ich das Dach da einfach so drüber ballern oder? Könnte ich rein theoretisch, wenn ich das richtig gesehen habe. So, nochmal. Dach. Wir brauchen diese Balken hier. Sonst trägt das nicht. Und ich kann diese Balken nicht ziehen, weil der Schrein im Weg ist. Oh, Leute. Leco mio, oder? Oh, ist das ärgerlich. Da geht natürlich jetzt viel, viel drauf. Jetzt viel Zeit. Aber nun gut, okay. Was soll's. Ist ja. Learning by doing und so. Dann bauen wir halt hier eins hin und da eins hin. Dann brauchen wir diese Träger hier gar nicht. Die sind eigentlich auch total sinnfrei. Die bräuchten wir dann nämlich auf der anderen Seite. Oh Gott!
Aber gut, so, ja, ist halt Learning by Doing und ja, aber das macht genau, das ist das Schöne an diesem Spiel. Man hat die Zeit in 5 Tagen. Cool. Unser Kohl ist auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist schon mal sehr weit cool. Okay. Dann brauchen wir Balken. Hier und hier. Wir haben wieder Mahlzeiten. Das finde ich sehr gut. Die Zeit haben sie auf jeden Fall gefunden. Und sie sind fleißig am Bauen. Sehr fleißig sogar. Diesmal arbeitet Diana. Sehr interessant. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Lass mich raten, das Holz holt sie sich jetzt von. Wie kommt sie da hin? Ah, okay, das geht. Das ist auch gut zu wissen, dass das geht, dass du von hier aus abholzen kann, von der Seite. Natürlich doof, wenn das jetzt da hinten liegt. Aber nun gut. Okay, Moment. Dann mache ich jetzt mal das Dach fertig, ja? Also jetzt probiere ich das mal so, wie ich mir das vorstelle. So. 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 So stelle ich mir das jetzt jedenfalls vor. Wie das jetzt umgesetzt wird, das werden wir dann gleich sehen. Ob das so klappt, werden wir dann sehen. Cool. Okay, der Schrein ist schon mal wieder. Und die 2 Altäre, das ist schon mal gut. Dann haben sie da ihren Ort zum Beten. Ja, wir können forschen. Ich bin gerade ziemlich damit beschäftigt, nur diese Kirche hier fertigzustellen. Aber egal, das wird gleich. Das wird schön. Das wird cool. So, wir gucken noch mal. Das ist überdacht. Sehr cool. Sehr cool. Naja, das wird, das wird, das wird. Ich glaube, es muss überdacht sein, damit es als vollwertiger Raum gilt. Ansonsten zählt das nämlich nicht. So, was leider natürlich ein bisschen schade ist, ist das hier. Dass das Spiel da nicht automatisch hier so eine Verbindung herstellt. Aber ja, das ist jetzt, das ist, wie schon gesagt, das ist Alpha, ja. Also da kann man sich jetzt drum streiten natürlich. Sieht nicht so schön aus. Hätte ich auch anders bauen können. Noch ein Stockwerk höher oder so, keine Ahnung. Da gibt es ja viele, viele, viele Möglichkeiten. Aber wir lassen es erstmal so. Ist erstmal in Ordnung. Im weitesten Sinne sehen wir das Dach ja nicht. Und wir sehen, okay, hier können die Leute beten. Beten. Und vielleicht machen wir das sogar so, dass wir diesen Raum hier abschließen und dass hier der andere Raum ist. Weil rein theoretisch könnte man das tun. Dann hätte man nämlich auch ein bisschen Platz gespart. Ich glaube, das machen wir sogar. Dann bauen wir uns hier diesen Schrein für diese Brüder. Machen wir hier in der Mitte. Und
Dann müssten wir eigentlich rein theoretisch zwei separierte Räume haben. Mal schauen, was passiert. Was ist mit ihm los? Gut ausgeruht, hungrig. Okay, jetzt ist die Tür gleich da. Dann müsste das hier neutral wieder werden. Okay, ist ein freier Raum geworden. Wunderbar. Lasse beten. Ich glaube, das können die ganz gut gebrauchen. Und wir können wieder forschen. Okay, das Coole ist, wir haben jetzt... die können beten. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis von den Dorfbewohnern. Sollen sie auch tun. Das ist wichtig. Genau. Dafür brauchen wir natürlich wieder extrem viel Holz. Aber eigentlich haben wir momentan genug Holz. Die Bäume wachsen hier auch schon mal ganz gut. Ich würde sagen, wir brauchen auch noch... Nochmal anonyme Gräber. Zwei Stück. Für den Fall der Fälle. Oh, jetzt fehlt uns nur noch das große Holz für den Eichenbrüderschrein. Also diese zwei Glaubensrichtungen gibt es hier in dem Spiel. Es war nicht so ultra schön, dass das hier so getrennt ist, aber rein theoretisch. Okay, haben wir. Beide Glaubensrichtungen können jetzt praktiziert werden, das finde ich sehr cool. Okay, hier werden Feinde begraben. Das ist hier unser Rest in Peace für die Feinde. Für uns machen wir da nochmal einen separierten Bereich, der nochmal ein bisschen schöner aussieht. So, was sagt denn unsere Forschung? Okay, Möbel, Schneider, Lehmziegel fertigen, Holzwaffen. Ich habe ja gesagt, Holzwaffen wäre das nächste, was wir so ungefähr brauchen. Damit wir uns auch selber versorgen können mit Bögen, Keulen. Rüstungsschmied ist natürlich noch geiler, ne? Dafür bräuchten wir dann aber auch einiges Neues. Verteidigungsanlagen. Braunbier brauchen wir auch. Räucherhaus. Kalkstein. Sehr cool. Mit Lehm. Dafür brauchen wir dann wieder Lehm. Wäre auch zum allerersten Mal dann mal was, was sehr cool ist. Warte mal. Bis 40 brauchen wir. Sehr cool. Ich glaube, unsere Bewohner sind momentan sehr zufrieden, muss man sagen. Wenn jetzt natürlich noch jemand dazu hinzukommt, zum Schlafen, ja gut, dann haben wir natürlich ein bisschen was zu tun. So, er ist nicht hungrig. Neutral. Müde.
müdes 20%. Also der ist schon kurz vorm Wegtreten hier. Der sollte sich jetzt mal vielleicht ausruhen. So, wie groß? Ach, können wir uns die... nee, schade. Wir können uns die anderen Siedlungen nicht angucken. Auf jeden Fall haben wir Waldbanditen in unserer Nähe. Wir haben 13% Einfluss schon mal. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ja, eine Verteidigungsanlage wird schwierig, weil wir müssen ja irgendwie alles verteidigen können. Und ich würde ja auch irgendwie erstmal hier das alles im kleinen Radius halten wollen, dass wir hier erstmal in diesem Bereich hier bleiben. Alles andere macht erstmal keinen Sinn. Ausbauen können wir uns ja immer noch. Für die Zukunft. So, die Bäume, die wachsen und wachsen. Wir brauchen aber mehr Holz, auf jeden Fall. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Für die Zukunft. Viel, viel, viel mehr Holz, als ich eigentlich angenommen habe. Anonymes Grab, Scheiterhaufen, Belagerung, Zinnen aus Holz, Stab, Fallen. Dafür bräuchten wir auch Zweige. Ist natürlich die Frage, inwiefern das nur Feinde auslösen. Unglückliche Opfer auszuspießen, das ist natürlich auch sehr nett. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall mehr Bäume anpflanzen, da kommen wir nicht drum rum. Mehr Bäume, mehr Bäume. Ich glaube, das mache ich nämlich hier einmal komplett durch oder hier oben. Da können sie erstmal wachsen, da stören sie auch niemanden, weil da oben werde ich dann so oder so erstmal kaum was machen. Von da aus würde ich sagen, suchen wir uns mal hier die Birke. Und dann bauen wir uns hier mal ein kleines Wäldchen hier. So, dann haben die erstmal was zu tun. Hier wird wieder weiter geforscht. Das finde ich sehr gut. Und wir müssen überlegen, ob wir hier unser Lagerplatz um ein Stockwerk erhöhen. Oder sogar runtergehen. Aber wie das geht, weiß ich nicht. Vor allem hier oben könnte man auch Bogenschützen aufstellen, ne? Und hier eine Zinnwall oder sowas, sowas einer Art hinbauen. Also das ist ja easy peasy. Aber sehr cool. Sehr, sehr schön das Spiel. Sehr entspannt das Spiel, wohlbemerkt. Ein Topf haben wir wieder. Heilpakete. Müssen wir auf jeden Fall herstellen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ob wir einfach aus diesen Kräutern dann einfach so Heilpakete herstellen können. Wie das allgemein läuft. Ob wir es lernen müssen. Wahrscheinlich müssen wir das lernen. Wo haben wir denn hier was? Rüstungsmacher kochen. Kochen müssen wir vielleicht auch noch machen. Üppige Mahlzeiten gibt es sogar auch. Prestigepfeile. Verteidigungsanlagen. Stufe 2. Schmieden. Forschen auf Stufe 2. Rüstungsmacher, Schilde, Nahrung haltbar machen, Chemie. Chemie? Ah, guck mal, hier haben wir es. Ja, da haben wir einiges zu forschen, Leute. Einiges. Wir brauchen nämlich Chemie, um aus. Um Heilpakete herstellen zu können. Eieiei, Apothekertisch. Ja, das definitiv brauchen wir für die Zukunft. Also, da müssten wir erstmal die Nahrung haltbar machen. Ich denke mal, damit machen wir nichts falsch. Errungenschaft freigeschaltet, fleißiger Forscher. Sprich, wir haben Räucherhaus, können wir jetzt bauen. Dafür brauchen wir aber Lehm. Aber das sind nur zwei verschiedene. Es ist eigentlich genau das gleiche. Okay.
Moment, wir sammeln jetzt mal ein bisschen Lehm ein. Wie viel gibt denn hier so eine Packung hier? Packung vor allem. 7 Lehm. Ja, das ist ja nicht viel. Dann sammelt das mal ein. Eigentlich können wir alles einsammeln. Das verrottet ja nicht, oder? Nee. Lehm ist ja ziemlich easy peasy hier. Okay. Und dann würde ich sagen, dann bauen wir uns auf jeden Fall für die Zukunft so oder so einen Räucherofen, weil Räucherofen ist auch schön. Kann ein Gebäude, in dem man Fleisch aufhängt, mit dem Räucherofen das Feuer röchten kann. Ja. Machen wir das da mal hin. Hier schön in der Ecke. Warte mal, Dach. Sehe ich da etwa gerade einen Konstruktionsfehler? Ja. Das ist frei. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist auch falsch gebaut, wohl bemerkt. Davon mal abgesehen. Wir bleiben mal bei Strohdach. Zu schön. Ja, es muss erstmal weg. Wenn es nicht weg ist, können wir es nicht machen. Dankeschön. Könntest du die andere Seite? Dankeschön. Sehr nett. Sehr nett. So. Ja, da kann man mal erkennen, wie schön das doch ist manchmal. Okay, wartet auf Siedler. Okay, das muss noch gebaut werden. Okay. Boah, die sind hart am Arbeiten hier. Aber das brauchen wir hier. Definitiv. Das dauert ja eh schon arschlange, bis wir da jetzt richtig viel haben. Aber guck mal, in 3 Tagen haben wir immerhin schon mal was. Das ist schon mal ein Fortschritt, muss man ja mal sagen. Und jeder Baum wächst auch unterschiedlich schnell. Sehr interessant. So, das dauert alles 9 Tage. Wir sind jetzt schon bei Tag 12 angelangt. So machst du. Ne, baut momentan einfach keiner. Aber esst erstmal. Ist erstmal wichtiger. Guti, ich würde sagen, die Zeit rinnt. Ja, die Zeit rinnt. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Könnt mir ja gerne mal schreiben in den Kommentaren, was ihr bislang vom Spiel haltet. Also ich bin momentan echt positiv überrascht. Und bin gespannt, was das Spiel noch so bietet. Wie schon gesagt, es ist natürlich noch alles im Early Access. Das heißt, das wird noch ziemlich lange dauern, bis da vielleicht noch mehr kommt. Aber bislang, muss ich sagen, ist das Spiel absolut genial. Super gut gemacht. Auf jeden Fall großes Lob an den Entwicklern. Super. In dem Sinne, ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Bis dann.